Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, ist ein Boot oder ist ein Boot möglicherweise eine bauliche Anlage? Diese Frage treibt Besitzer von Sport- und Hausbooten in Brandenburg seit gut 3 Jahren um. Denn es gibt Beseitigungsverfügungen oder ähnliche Schreiben der unteren Baubehörden aus Oberhavel, aus Märkisch-Oderland und aus Ostprignitz-Ruppin. Und presseöffentlich bekannt ist Ihnen sicherlich allen der Fall von Ralf Günther, seit dem Juni 2018 in diversen Zeitungen und Fernsehberichten. Im August 2018 wandte sich eine Fraktionskollegin an mich und bat mich darum, als fachpolitischer Sprecher für Tourismus und Wirtschaft sich diesem Fall anzunehmen. Und wir hatten hier bereits im September die erste Behandlung im Plenum mit dem gleichen Ansinnen, dass wir die Bauordnung dahingehend verändern. Diesen Antrag haben wir damals noch abgelehnt und ich war selber der Auffassung, wir kriegen das auf der Ebene des Landkreises geklärt. Diese Einschätzung hat sich aber als Trugschluss erwiesen. Es gab davor und danach eine ganze Reihe von Gesprächen mit der Fachabteilung des MIL, mit der Hausleitung, mit Fachleuten aus anderen Ministerien, mit der TMB. Es gab einen regen Austausch von Briefen und E-Mails. Die Haltung des Infrastrukturministeriums war unverändert. Keine Äußerung zu laufenden Verfahren, kein Regelungsbedarf. Es handelt sich um einen Einzelfall. Nach einer direkten Anfrage erhielt ich im Januar 2019 die Antwort, nach Auswertung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in der Hauptsache, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, werden die Vollzugshinweise gegebenenfalls konkretisiert oder ergänzt. Man muss aber sagen, es gab keine Vollzugshinweise, sondern lediglich das Urteil des OVG wurde den unteren Baubehörden bekannt gemacht. Mit dieser Haltung belastet man aus meiner Sicht völlig unnötig die Gerichte im Land und man belästigt Besitzer von Hausbooten, die darüber hinaus um ihr Hab und Gut fürchten müssen. Und damit entsteht Schaden für den gesamten Wassertourismus in Brandenburg. Und darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über das Referat 24, dass man das Baurecht, wofür ja das MIL verantwortlich ist, im Land einheitlich anwendet. Denn die unteren Bauaufsichtsbehörden sind verantwortlich, die Pflichtaufgaben nach Weisung zu erfüllen. Das heißt, man könnte Weisungen erteilen, man könnte Vollzugshinweise erlassen oder man könnte mit einem Runderlass arbeiten. Das ist alles bisher nicht passiert. Im März hatten wir das Thema Schleusen hier im Plenum. Auch dort gab es die Bitte, sich der Problematik anzunehmen, dass das Ganze abgeräumt wird. Es gab einen Austausch mit den Vertretern des Wassertourismus in Oranienburg. Auch dort ist leider nichts passiert. Nun gibt es einen ungewöhnlichen Weg. Es gibt einen Gesetzentwurf von 4 Abgeordneten und darüber hinaus einen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen. Dem Grunde nach könnte man sagen, man muss das Gesetz nicht ändern. Der Entschließungsantrag geht ein Stück weiter. Er räumt das Thema ab. Aber ich werde meine Entscheidung zur Abstimmung davon abhängig machen, wie die Ministerin jetzt hier gedenkt, diesen Entschließungsantrag umzusetzen. Vielen Dank.